but what's that? That's my hip-hop outfit representing Germany from the UK. Brap! So soll ein Mann in einer Lederhose auch aussehen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu Wiesengaudi TV. Es ist der allerletzte Wiesensamstag und es ist bumsvoll hier auf dem Oktoberfest. Wir stehen hier gerade vorm Armbrustschützenzelt und wie man sehen kann, ist es wegen Überfüllung bereits geschlossen. Es ist nachmittags 14 Uhr. Wir schauen einfach mal, was hier sonst noch so geht. Wo ist denn deine Tracht? Meine Oberweite passt nicht mehr hinein. Oh nee, das glaube ich ja jetzt nicht. Bist du nüchtern? Gott sei Dank. Schau mich mal an. Okay, dann stelle ich jetzt eine Rechenfrage. Kannst du rechnen? Ja. Okay, wie viel ist 2 plus 2 mal 2? 8. Falsch, warum? Wir machen nämlich mir einen exklusiven Style-Check für Wiesengaudi TV. Kannst du mir mal erklären, was du heute anhast? Ich habe Hotpants und zwei verschiedene Schuhe. Weil? Ich nur so betrunken war vor gestern und habe verpeilt, dass ich die gleichen Schuhe habe. Ja, Punkt für Strich, aber 2. Ah, 6. Oh. Clever. Und dann willst du mir sagen, du bist noch nüchtern? Clever, ja. War mein Fehler. Okay, warum solltest du noch mal ins Fernsehen? Warum ich ins Fernsehen sollte? Ja. Keine Ahnung. Wie viel hast du denn schon getrunken? Eine. Nein. Eine. Lass mich rechnen. 2 plus 2 mal 2. Also 6. Ja. Siehst du, 6 Mass hast du schon getrunken. Ja, wäre cool. Wie lange bist du schon da? Ja, schon in den Zeiteln. Was kannst du denn? Sag mir irgendwas. Sag mir, mach mir irgendwas, warum du ins Fernsehen sollst. Nee. Komm. Ich hätte dich jetzt theoretisch anklopfen können. Aber das wäre voll läppisch, weil das. Mach doch! Soll ich? Soll ich echt? Nein. Ja, mach. Nein. Haut er sich nicht. Ich kotze dich nicht an. Nee, ich kotze dich doch jetzt nicht an. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz stehen bleiben. Könnt ihr euch mal ganz kurz umdrehen? Darf ich mal ganz kurz. Und einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Umdrehen. Einmal den Po zeigen. Sexy, oder? Also ich meine, wenn man das sieht, dann versteht man, warum die Damen heutzutage kein Dirndl, sondern Lederhosen tragen. Wow, guys, you look cute. You look good. But what's that? That's my hip-hop outfit representing Germany from the UK. Brop. Brop. Hey, well, it looks good, but this is the original and that's the false one. No, this ain't false. This is actually from our designer back in Milton Keynes called Vavaloom. Schicke Tracht, muss ich sagen. Darf man die ganz kurz zeigen? Dreh dich mal um. Mach mal den Po-Check. Das ist ein Trachtenpo. Sehr fein. This is not your hair. You've caught me out. Do you think about German people? They are always blonde? No. Why did you wear this hair? Because blondes have more fun. Wait, where? I don't think so. Oh, stop. Style check. Zeig mal seine Schuhe. Perfekt, perfekt. Das ist super. Könnt ihr den beim Sidecheck bitte ganz nach oben zeigen? Warum? Was ist da? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben, oder? Ich muss sagen, das ist Daumen hoch. Das ist ein Like von mir auf jeden Fall, denn ich finde, seine Schuhe passen perfekt zu seinem Hemd. Somit bist du für mich eigentlich dieses Jahr der Sidecheck-König. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Gefärbt. Gefärbt? Wie kommst du auf die Idee? Ist das so die bayerische Fahne, oder? Nö, einfach so. Aus einfach so. Langeweile. What are you? I'm a red. She's a red. What do you think about red? Sexy. So soll ein Mann in einer Lederhose auch aussehen, ne? Guter Po, wenn ich das so sagen darf. Ja, okay. Man gibt sein Bestes, gell? Yeah, designer 3D, everything is 3D today. He's wearing hip-hop. He's wearing hip-hop. And what are you wearing? Bavaria? Suede, yeah. And what she's wearing? She's wearing Rotkäppchen. You know? She's hot, yeah. Chic. Could you turn around just a little bit? Turn around. Whoa, whoa. Whoa! It's very short. Shorty. It is a bit short. I told these guys it was short. She texted me, "Damn short." Ladies and gentlemen. It's chic. It's sexy.